Es ist Montag und wir reden heute über gute, herzerwärmende Nachrichten. Yeah. Cool, Ali, was geht? Alles gut bei dir? Ja. Yeah. Cool. Bist du gut drauf? Ja. Yeah. Ich nicht so sehr, aber deswegen reden wir jetzt über schöne Nachrichten, die das Herz aufblühen lassen. Okay? Okay. Okay, ich starte einfach mal mit meiner Nachricht. Alright. Es ist eigentlich eine Nachricht, die ganz viele Nachrichten umfasst. Ein Autor auf Medium, das ist eine coole Plattform, wo Menschen schreiben können, was sie bewegt, was sie inspiriert. Das ist von Twitter, oder? Das weiß ich gerade nicht, Ali. Okay. Aber da ist ein Twitter-Symbol, also wahrscheinlich. Aber da ist auch ein Facebook-Symbol, um das zu teilen. Also, wer weiß. Auf jeden Fall gab es da einen Autor, der sich gedacht hat, okay, 2016 war ein scheiß Jahr, okay, es sind viele Menschen gestorben, die berühmt waren, Sarah und Pedro haben sich getrennt, das war natürlich auch ein Bummer und viele Sachen sind passiert, die nicht so geil waren, aber es sind auch viele Sachen passiert, die ziemlich cool waren und deswegen hat er eine Liste mit 99 Gründen, warum 2016 ein gutes Jahr war und das sind vor allem Nachrichten und News, die es eigentlich nicht ins Fernsehen geschafft haben, weil sie eben im Weltgeschehen etwas untergegangen sind. Wie, also aber, die waren schon im Nachrichten? Ja, es sind Nachrichten, die aber halt nicht ins Fernsehen gekommen sind oder sowas, weil sie zu klein waren. Okay. Zu klein, weil es andere Sachen gab, die irgendwie größer gepusht wurden, wie man es von den Medien kennt. Und es gibt echt, das sind fast 100 Gründe, die einfach echt ziemlich gut aufzeigen, was für geiler Scheiß eigentlich in der Welt passiert. Zum Beispiel, Punkt 5 war, mehr als 5,3 Milliarden US-Dollar wurden von über 20 Ländern dafür gesammelt, die Ozeane unserer Welt sauber zu halten, was halt schon viel Geld ist und in Zeiten von Dreck, von Umweltverschmutzung und Co. ist das ziemlich geil. Aber auch Sachen wie Welthunger, dass der Welthunger auf dem kleinsten Prozentsatz seit den letzten 25 Jahren ist, steht drauf, ziemlich coole Sache. Die Anzahl der lebenden Tiger auf dieser Welt stieg das erste Mal seit 100 Jahren. Stieg, also nicht, dass mehr ausgestorben sind, sondern es ist gestiegen. Und natürlich sowas wie Deutschland hat seit Anfang des Jahres 300.000 neue Flüchtlinge aufgenommen. Trotz Nazis, trotz den Wirtschaftsproblemen, die sich damit auf sich haben. Und das waren jetzt nur ein paar Punkte von den sehr vielen Sachen, die der Autor aufgezählt hat. Im Grunde geht es darum, dass die Welt weniger gewalttätig wird, auch wenn man es nicht glauben mag, trotz den ganzen Kriegen. Aleppo zum Beispiel gerade. Und ja, es wird besser, politisch wird es in vielen Ländern besser, vor allem in Asien. Und das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich, das gelesen zu haben, gerade so am Ende des Jahres, wo sehr viel Scheiße passiert ist. Und wenn man eigentlich denkt, dass 2016 ein Jahr zum Vergessen ist, war das eigentlich schon sehr, sehr cool. Also ich fand 2016 auch richtig traurig. Aber es kommt immer dann darauf an, was die Nachrichten so senden. Und ja, wenn man nur das mitbekommt, dann denkt man halt, ja, was für ein scheiß Tag, was für ein scheiß Jahr und so weiter. Und wenn der sich so die Mühe gibt und 99 Sachen aufschreibt, finde ich richtig toll. Was war das Traurigste für dich dieses Jahr? Alles. Alles? Das fasst eigentlich nicht zusammen. Traurig, aber es ist auch Ding, weißt du, wenn, was heißt dann, wie bist du dann drauf, ist die Frage, weißt du? Lässt du dich davon so runterziehen. Ja, aber das geht halt nicht anders, wenn du die Nachrichten schaust. Ich meine, du siehst eigentlich nur Sachen, die dich runterziehen. Krieg, Flüchtlinge, die angezündet werden oder Flüchtlinge, die selber Verbrechen begehen, der U-Bahn-Treter, was auch immer. Du kannst ja nur noch runtergezogen werden, wenn du die Nachrichten anmachst. Sowas schafft es ja gar nicht mehr ins Fernsehen. Ja. Jedenfalls nicht wirklich ins Hauptprogramm. Aber man muss auch sagen, die Nachrichten machen negative Sachen, damit sie auch mehr Geld machen, weil es ja, weil Angst schüren bringt Geld, hast du recht. Also die Nachrichten, negative Sachen verbreiten sich schneller. Und ja, das ist auf jeden Fall traurig eigentlich, traurig. Was war das Beste, was dir dieses Jahr passiert ist? Mir? Ja. Oder dir, also ja, dir. Nach Köln gezogen. Das sind die kleinen Dinge. Ja, warum ist Köln so geil? Ich weiß nicht, weil ich unbedingt hierher wollte. Ich habe gekündigt in Karlsruhe und bin hierher gezogen. Das war dein bestes Ding dieses Jahr? Ja. Ich weiß, dass ich vorankomme. Das finde ich gut. Darum geht es doch, voranzukommen. Wie war es bei dir? Und
Es ist schwierig. Es ist sehr viel passiert dieses Jahr. Schwierig, das so festzuhalten. Ich glaube, das sind die vielen kleinen Sachen, die es irgendwie zu einem guten Jahr gemacht haben. Man sollte auf jeden Fall immer das Positive rausziehen Wer ist alles gestorben dieses Jahr? Also von berühmter David Michael. Bowie ist gestorben. Eine Menge. Ich will gar nicht Bruce jetzt auf Lee? jeden Nee. Fall. Ich will es gar nicht aufzählen. Es waren einfach ein Haufen Leute, die gestorben sind. Und es ist schon traurig. Was mir auffällt, genau, wenn du bei RTL oder sowas reinschaust, irgendwelchen Fernsehsendern, die Jahresrückblicke machen, bei Stern TV und sowas, du siehst eigentlich immer nur Rückblicke über die deprimierenden Momente oder absurde Momente, die traurig waren und eben über Leute, die gestorben sind. Aber es gibt keine Jahresrückblicke, die einfach so zusammenfassen, was für geiler Scheiß passiert ist. Jedenfalls selten, Es gab finde doch im Fernsehen, ich weiß, also ich schaue keinen Fern, aber damals gab es doch diese Rückblicke, wo auch positive Sachen da waren. Okay, dann war das eine falsche Information. Ich weiß nicht, ob es ganz nur negative Sachen, das war doch mit Oliver Pocher, nee, Oliver Geissen, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Alles das Gleiche. Ich weiß nicht. Oliver Was ist Pocher. deine News Ja. über was Herzerwärmendes Also an dich? positive Nachrichten. Also in London haben sich 7.500 Muslime versammelt und 10 Tonnen Essen an Obdachlose gespendet. Es waren Muslime aus Schulen, lokale Geschäfte und Universitäten. Und 90% der Gespendeten gehen an Obdachlose, die nicht am muslimischen Glauben Also angehören. Also nicht, nicht angehören, ja, ja. genau. Also sie machen es, obwohl die Religion sagt, dass es eine ganz andere Gesellschaft ist. Ja, und ich denke halt, weißt du, sowas ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil Muslim, also Islam wird immer mit Terrorismus und so weiter verglichen. Ja. Und ich denke halt, brauchen wir solche Nachrichten, damit die Leute anders über die also den Ja, es muslimischen ist Segen traurig denken. eigentlich. Es ist irgendwie traurig, aber ich denke auch irgendwie auch positiv, damit die tun ja dafür, dass die, dass dieses, wie heißt das, dieses Label, was Dieses Image ja. abkommt. Nee, es ist gut, dass dass solche Nachrichten gepusht werden. Ja, es ist so, Ja. wenn du echte Muslime kennenlernst, dann merkst du, dass kein echter Muslim mit irgendetwas übereinstimmt, was ein IS-Terrorist zum Beispiel macht. Das ist kein muslimischer Glaube, den die IS-Terroristen vertreten, zum Ja. Beispiel. Das sind, glaube ich, paar tausend Muslime oder Muslime sind halt auch. Ich würde sagen, das. Wie kann man es vergleichen mit Christentum? Kann man nicht, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt auch schlechte Christen, Ja. die man nicht als gute Christen, als gute Beispiele für Christen hinstellen sollte. Aber naja, also das ist was Gutes, finde ich. Deswegen habe ich es auch ausgesucht. Und es war auch im Vereinigten Königreich ist die Obdachlosigkeit gestiegen. Also von 2015 auf 2016 sind es 30% mehr geworden. Krass, Alter. Und ja, und es ist auch krass. Und es war auch wegen Weihnachten, damit die auch was zu essen haben. Und ja. Und circa 3.500 der Obdachlosen schlafen auf der Straße. Das finde ich auch richtig krass. In Großbritannien Ja, jetzt. ja. Also in, ja, Es ist schon heftig. Ich Anscheinend. habe letztens erst gelesen, dass in Amerika die Obdachlosigkeit um knapp 30% zurückgegangen ist. In Amerika. In weniger geworden ist, ja. Ich war auch vor ein paar Wochen in Los Angeles Ja. und die stecken extrem viel Geld da rein, die Obdachlosen von der Straße zu holen. Weil in Deutschland zum Beispiel musst du nicht obdachlos sein. Du hast das Recht auf eine Bleibe. Also du kannst ja auf jeden Fall in irgendeine Unterkunft kommen, wenn du obdachlos bist. Aber in Los Angeles ist es noch nicht so, in Amerika. Und da wird echt krass dagegen vorgegangen, dass man alle Menschen von der Straße holt. Und da wird gerade sehr, sehr viel Geld reingesteckt. In England zum Beispiel ist es so, dass unter Brücken, also wo trockene Plätze sind zum Schlafen, Stacheln aufgebaut werden. Diese Stahlstacheln, Echt? Ach so, die ja, ausgefahren okay. werden. Die automatisch rausgefahren werden, wenn es nachts wird, wenn die Obdachlosen normalerweise hingehen würden, um sich schlafen zu legen. Damit man sich eben nicht mehr schlafen legen kann an diesen Plätzen, weil es nicht schön aussieht. Das ist aber der falsche Weg in meinen Augen, um Obdachlose zu vertreiben. Wo nochmal? Ich hab nicht. In England, in Also, nee, Großbritannien. welche Stellen sind das? Achso, auf Parkbänke zum Beispiel. Also Parkbänke haben diese Ja. Spikes, Ah ja, die dann genau, das habe ich auch ausfahren. mitbekommen. Unter Brücken, wo dann normalerweise, wenn es regnet, in England regnet es Ja, sehr genau. viel. Und wenn es regnet, kein Regen hinkommen würde, da sind Ja. auch überall diese Stacheln. Wie bei Tauben. Ja, das ist ein krasser Vergleich, dass man Menschen mit Tauben gleichsetzt.
Finde ich traurig. Ist aber deren Weg gerade noch, die Stadt zu verschönern, indem man die Obdachlosen einfach vertreibt. Ich würde nicht, ist die Frage, ob man die vertreibt oder nicht. Ah, oh, doch schon. Ja, es ist Vertreibung, ganz einfach. Die machen nichts Ja. dagegen. Also es gibt bestimmt ein Statt paar. hinzugehen und sagen, komm, ich helfe dir dabei und es gibt Ja, eine ich glaube, Unterkunft und so es gibt weiter. bestimmt ein paar Leute, die es privat machen oder sowas, aber der Staat macht es in England gerade noch nicht. Ah, krass. Ja, das ist der wichtige Punkt, dass der Staat was da, Ja, dafür noch total. Das ist tut in und so Amerika. weiter. Das ist halt. Man redet immer schlecht über Amerika. Also man findet sehr viele Gründe, dass warum Amerika scheiße sein kann. Aber in der Hinsicht versucht man dann gerade wirklich was zu tun. Ja. Ja, also ich fand die Nachricht sehr gut, dass irgendwie, dass dieser Image von Muslimen Ja, aufgebessert wird, und. auch wenn es sich lächerlich anhört, dass man Nee, dafür sowas. null. Aber allgemein, weißt du, man kann sich immer so schlecht reden, weißt du, was ich gerade jetzt tue. So sagen, das müssen Muslime sein und es muss in Nachrichten kommen. Ja. Aber das ist echt, also 10 Tonnen ist auch richtig viel und das ist Ja, so. selbst ein Brot wäre schon krass. Also nicht krass, aber ich meine, egal wie viel du spendest oder was du machst, sammelst, Ja, viele das, Menschen machen gar nichts. die Geste an Und sich. deswegen ist ein Brot würde schon, keine Ahnung, einen Menschen für 2, 3 Tage sättigen. Ja, Sind immer die absolut. kleinen Dinge.